Als nächstes begrüßen wir jetzt Franz Fuchsberger, ein Demonstrationskollege quasi aus der Nachbarschaft, dem unsere Salzburger Natur und Landschaft wesentlich wichtiger ist wie den meisten Politikern in Salzburg. Danke, Merlin. Ja, grüße euch zusammen. Ich möchte euch einmal ein Kompliment aussprechen. Also wenn ihr wirklich alle seit 13 Uhr da seid, Respekt. Es wird ein bisschen kühl. Aber es freut mich, dass immerhin noch welche da sind und dass ich Gelegenheit habe, hier als Obmann von Verkabeln auch zu sprechen. Und ich möchte auch zunächst einmal darauf eingehen, dass ich heftige Kritik bekommen habe, hier diese Plattform zu nutzen, und möchte in dem Zusammenhang aufrufen für mehr Gelassenheit und etwas mehr Coolness im Umgang mit dem Thema Corona. Wir von Verkabeln leisten uns zu dem Thema offiziell keine Meinung. Wir sind aber eine tolerante Gruppe. Nur in einer Sache sind wir absolut intolerant, und das sind Freileitungsmasten für Höchstspannungstransporte. Ich selber habe natürlich, so wie jeder von uns, eine private Meinung zum Thema Corona. Die ist aber privat und über die möchte ich heute nicht reden. Nur so viel, wir sollten hier einen relativ unaufgeregten Umgang, finde ich, pflegen. Es sollte nicht eine Negativwerbung für Verkabel sein, dass ich heute hier die Gelegenheit nutze, um ein Publikum anzusprechen, das ich auch erreichen möchte. Denn unsere Mission bei Verkabeln ist es, in der Bevölkerung eine Meinung herzustellen, eine Haltung herzustellen, die den modernen Fortschritt zum Wohl der Menschen auch im Bereich Starkstromtransport einfordert und nicht mehr länger akzeptieren will, dass die Stromwirtschaft einfach nur aus Faulheit uns den vorenthalten will. Und genau deshalb treten wir an und machen sehr, sehr viel Dinge, die hier notwendig sind. Wir wissen, dass wir in den nächsten 2 Wochen ein Urteil vom Verwaltungsgerichtshof kriegen werden. Wir haben viel Hinweis darauf, dass dieses Urteil positiv sein wird, nämlich für uns positiv. Wir glauben, dass der Baubescheid aufgehoben wird. Und jetzt kommt's. Und das ist das, worüber ich heute hauptsächlich sprechen möchte. Wir sehen ein großes Problem in der Rechtsstaatlichkeit in diesem Land. Letzte Woche, ihr habt es vielleicht in den Zeitungen gelesen, sind wir Verkabler weggetragen worden, festgenommen worden von der Exekutive wie Schwerverbrecher. Man hat uns weggetragen, abtransportiert in Richtung Bezirkshauptmannschaft. Dort sind wir dann Strafreferenten vorgeführt worden, wo uns gesagt wurde, wessen Verbrechen wir uns schuldig gemacht haben, wo wir dann noch kurz Auskunft geben konnten, warum wir das gemacht haben. Und dann wurden wir angezeigt und wieder auf freien Fuß gesetzt. Und das, liebe Freunde, und das ist eigentlich das Schockierende dabei, obwohl wir friedlich demonstriert haben, und zwar in einer ordnungsgemäß angemeldeten Demonstration, die nicht per Bescheid untersagt wurde. Also wir haben ja in Österreich, es ist eine der größten Errungenschaften, die wir als Demokratie haben, nämlich das Recht, das verfassungsrechtlich eingeräumte Recht auf öffentliche Meinungsäußerung, und da gehört das ganze Demonstrations- und Versammlungsrecht dazu. Und offensichtlich hat die Bezirkshauptmannschaft das Partikular, das wirtschaftliche Partikularinteresse einer noch dazu im öffentlichen, hauptsächlich im öffentlichen Eigentum stehenden Stromfirma als wichtiger eingestuft als ein verfassungsrechtlich garantiertes Demonstrationsverbot und hat uns abtransportiert. Für nächste Woche haben wir die Demonstration wieder angemeldet. Ja, gut. Sie ist uns aber leider bereits bescheidmäßig abgesagt worden. Und da kommt gleich wieder ein Aspekt, der interessant ist. Ich habe aus einer anonymen Quelle erfahren,
dass die bescheidmäßige Untersagung unserer Demonstration bereits gestern kommuniziert wurde und angekündigt wurde, dass man sie absagen wird. Also es geht wirklich darum, es wird verfassungsrechtlich eingeräumtes Demonstrationsrecht den wirtschaftlichen Interessen einer Stromfirma untergeordnet, die noch dazu einen Baubescheid konsumiert, für den sie keine finale Rechtssicherheit hat. Ein Baubescheid also, auf dem ein hohes Risiko dafür besteht, dass alles, was sie da jetzt machen, auf wessen Kosten übrigens, eh klar, auf unsere, wieder rückbauen müssen. Und das, obwohl wir wissen, dass in kürzester Zeit diese Rechtssicherheit entweder vom Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof, Verzeihung, endgültig gegeben oder weggenommen wird. Trotzdem tritt man Bürgerrechte mit Füßen, behandelt Bürger, friedlich demonstrierende Bürger, wie Verbrecher und trägt uns weg. Und ich kündige hier an, wir werden auch nächste Woche, auch wenn die Demo jetzt abgesagt wurde, wir werden von unserem Recht nicht abrücken, wir werden mit Spontandemonstrationen versuchen zu verhindern, dass hier Schaden an der Natur gemacht wird. Und da möchte ich euch herzlich dazu einladen, euch zu überlegen, es ist ein rechtliches Risiko, das sage ich euch dazu, es muss jeder für sich selber abwägen. Aber wir brauchen euch und wir brauchen viele, wenn wir nächste Woche in der Dachsloegstraße am Heuberg Gröberes verhindern wollen. Es stehen viele Betonfahrten, Betonmischfahrten an. Sie wollen mehrere Massenstandorte betonieren, also die Fundamente dafür betonieren. Es ist der reine Wahnsinn. Wie gesagt, wir erwarten in weniger als zwei Wochen die Aufhebung dieses Bescheids. Also wer Zeit hat und wer sich traut, kommt auf den Heuberg, kommt in die Dachsloegstraße. Wir brauchen euch wirklich. Wir sind zum Äußersten bereit. Wir wollen das verhindern, zumindest so lange, bis die Gerichte gesprochen haben. Und nachdem ich weiß, dass ihr schon alle sehr lange da seid, ich habe meine Kernbotschaft gebracht. Wie gesagt, Verkabeln steht dafür, dass wir den Starkstromtransport künftig unter der Erde haben wollen. Wir brauchen nicht mehr diese Vorkriegstechnologie, die wir seit über 100 Jahren haben, und zwar festgeschrieben in einem Gesetz, das seit 1968, also Mitte des letzten Jahrhunderts, nicht mehr verändert wurde, dass ein Faulbett für die Elektrowirtschaft ist, dass die nichts verändern muss. Und dieses Gesetz fordern wir die Politik auf, sofort zu novellieren und damit die Segnungen des modernen Fortschritts, es gibt auch positive Segnungen, heute haben wir nicht so viel Positives darüber gehört, aber moderne Erdkabel sind was Positives, sie strahlen nicht, wir haben viel über Strahlen gehört und deshalb fordern wir das mit aller Macht. Bitte helft uns nächste Woche, Dienstag und Mittwoch in der Dachsloegstraße, ganz früh am Morgen, wer kann hinkommen. Und ich danke fürs Zuhören.